Hier war Weltuntergang eigentlich. Die letzten 5 Tage war Dauerregen wirklich. Es waren nur ganz, ganz wenige lichte Momente irgendwie. Und wenn man dann so sein Outfit zusammengestellt hatte, was man, wie man so durch den Tag kommt, ja, dann lief es eigentlich hinten raus ganz gut. Und uns hat das Wetter ja anscheinend nicht schlecht getan. Generell dieses Turnier sehr gut organisiert, denke ich. Ist das eins eurer Lieblingsturniere oder was macht das Gestart aus? Die familiäre Atmosphäre oder was ist es? Teuren Preise. Nein, also es ist natürlich ein wunderschönes Turnier, weil es einfach so in den Bergen gelegen ist. Eigentlich eine Kulisse, die man jetzt mit Beachvolleyball nie assoziieren würde. Es hat natürlich auch so seine beschwerlichen Seiten, wie ich schon sage. Die Preise sind natürlich alles andere als günstig. Wir müssen teilweise bis zu 3 Stunden lang hier anreisen, aber dafür lohnt es sich dann auch, weil wenn man dann hier ist und morgens aus seinem Hotelzimmer guckt und man guckt in die Berge, gelang uns jetzt nicht so in den letzten Tagen, weil war immer alles wolkenverhangen, aber normalerweise hat man ein super Panorama. Dann ist das schon was ganz Besonderes. Und die Leute hier sind super begeistert, beachvolleyballmäßig. Die kommen wahrscheinlich auch alle extra deswegen hierher. Und wenn wir dann so ein Spiel machen wie heute, das Halbfinale, bei strömendem Regen und der Center Court ist trotzdem voll, dann pusht das natürlich ungemein. Und das ist super für eine Atmosphäre und eine Stimmung und wertet das Turnier ganz klar auf. Auf jeden Fall habt ihr im Handgepäck dann 2 Kuhglocken. Ich glaube, auch die zweiten bekommen das vorhin schon mal gesehen. Das wird sich ja auch lustig beim Fliegen. Ja, dann alles Gute und danke nochmal. Tschüss.